WB Chief, yo, welcome back Chief, zur vorletzten Runde hier in diesem Jahr und damit willkommen zu einer weiteren Folge, ja, Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Und ihr seht, die letzten Events haben es nochmal richtig schön in sich, also ein paar Giants machen, ich glaube, das müsste Nachtdorf sein, so wie ich das sehe, vierfach Bonus und Cold Field. Ich bin heute mal auf dem Chief Barfuß, der hat noch keine Liga. Ich habe jetzt die letzten Tage auch nicht wirklich geclasht. Beziehungsweise ich habe ja eigentlich nur, was heißt nur, ich habe HCWL gestreamt und wir haben natürlich ein bisschen Clash of Clans noch gemacht, aber letztendlich bin ich hier so ein bisschen in dem Dorf stehen geblieben. Alles kostet irgendwie Elex und ich musste jetzt vor allen Dingen erstmal die Lager hier anziehen, denn ohne die bekomme ich die anderen Sachen gar nicht hochgezogen. Ich muss mal mein Handy ein bisschen leiser machen, denn da muss ich mir gleich ein paar Truppis geben. Und ja, da bin ich ein bisschen stehen geblieben hier. Ich habe einen Bauarbeiter frei, so für so ein paar Pflanzen außen und so vielleicht. Oder für eine Mauer oder was auch immer. Forschen können wir auch nicht. Beziehungsweise wir könnten natürlich forschen, aber Priorität hatten hier die Armeelager. Und da muss ich, glaube ich, immer noch eins machen. So wie ich das sehe, ja, immer noch eins machen. Und mit 7 Mille ist das aber auch ganz schön teuer. Wir gucken hier mal rein in die Events. Hier müssen wir Eisgolems nehmen. Zwei Eisgolems, die habe ich auch, glaube ich, noch nicht freigeschaltet, oder? Ah, doch, ich hab schon eigene Eisgolems. Oh, das ist ja cool. Ich habe schon eigene Eisgolems, okay. Aber es fehlt mir noch eine helle Kaserne. Kostet auch Elex, dass ich hier auch endlich die E-Drachen habe. Ah, könnte ich ja anstoßen, 8 Tage, aber mal sehen. Ich habe noch sicherlich ein paar Hämmerchen hier. Kann aber im Moment keinen holen, denn ich habe noch welche. Hammer auf Building, ja, damit würde ich eigentlich ganz gerne das nächste Armeelager machen. 120, dann brauche ich zumindest nicht auf die Armeelager warten. Ihr wisst, die mache ich immer ganz, ganz früh. Und wenn ich die hochhämmern kann, 7 Millionen, kann man sich auch sparen, indem man einfach den Hammer nimmt und in 2 Tagen 22. Ja, ich denke, da holen wir uns lieber einen Hammer und machen hier mal ein bisschen wenig Trouble. Aber wir müssen ja 2 von den anderen Dingern haben. Lass mal gerade checken hier. Ich glaube, das war so ein bisschen auch so ein bisschen Truppe für zum Spenden. Aber ich kann jetzt auch viel mehr mitnehmen, sehe ich gerade. 510. Ja, okay, die Zauberschüssel müssen wir natürlich auch noch machen. Dann fordern wir mal einfach so 2 von denen an, dass wir die hier bekommen. Und soweit ich mich erinnern kann, habe ich den Avatar hier reingeholt. Genau für solche Zwecke, dass wir hier 2 Golems reinbekommen und wir könnten eigentlich noch eine Truppe mitnehmen. Nehmen wir mal noch einen Riesen mit, würde ich sagen. Ja, und dann ziehen wir mal los. Warden habe ich auch. Auch der kostet natürlich Geld. Oh, es kostet alles Geld. Beziehungsweise alles Elex. Im Moment. Und das ist, glaube ich, beim Start jedes Rathauses so, dass erstmal alles unheimlich Elex-lastig ist. Später hast du es dann wieder über. Aber erstmal ist es natürlich unheimlich lastig. Okay, den können wir mitnehmen. Der hat zwar ein paar Infernos, aber Single, Single, Single. Oh, ich habe sogar eine Kampfmaschine. Obwohl das auch nicht schlecht wäre, ne? Wäre auch nicht schlecht, so eine Kampfmaschine. Wo gehen wir denn mal rein? 5000 Dunkles hat er auch. Ich bin ja schon 11er. Ich muss da auch immer dran denken, dass ich ja schon 11er bin. Ja. Das vergisst man ja auch immer schnell mal. Wo ist man eigentlich hier? Und wir sind hier auf der Seite, die hier richtig reingehen in die Base, würde ich sagen. So, wir nehmen die Clanburg hier mit rein. Oh, die Clanburg sollte vielleicht vorweggehen, denn die Clanburg ist ja letztendlich, da sind ja Tanks drin, okay. Dann machen wir den hier hinten mal. Und wo haben wir denn hier was zu heilen? Da können wir noch ein bisschen heilen. Wir können hier den Babydrachen mitsetzen. Ja, sieht ganz gut aus. Also das Event kriegen wir in jedem Fall hin hier. Und könnten jetzt... Mein Gift. Den kann ich gar nicht mehr ziehen. Aber da würde ich ganz gerne noch dieses eine Teil da haben. Das nennt sich schwarzer Bohrer oder dunkler Bohrer. Den würde ich gerne noch mitnehmen. Oben sind die Packys noch. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Von meinen Eisgolems ist noch gar keiner gestorben, glaube ich. Das sind immer noch 2 Stück da unten. Perfekt. Perfektes Timing. Ja, ich muss hier auch noch Pass spielen. Also ich habe echt viel versäumt. Aber Leute, die Feiertage und so, ihr wisst es selber. Und dann haben wir auch ein bisschen, wie gesagt, wir haben ein bisschen gestreamt aus der HCWL. Gab ja ein paar aktuelle, coole Matches.
und geht da in jedem Fall weiter. Wie es jetzt hier weitergeht, das werdet ihr morgen erfahren. Also ich habe auch für morgen noch eine Folge vorbereitet. So ein bisschen so einen kleinen Jahresrückblick machen wir auch am 31. dann noch. Und wie das mit den Livestreams aussieht, weiß ich auch noch nicht genau. Gestern wurde ich gefragt, Silvester ein Livestream. Puh, eigentlich könnte man könnte es tatsächlich machen. Denn ihr wisst, wir haben im Moment ein kleines Problem, was so Silvester angeht. Ab 1 Uhr darfst du dich nicht mehr draußen blicken lassen. Also im eigenen Gelände schon, aber halt nicht in der Öffentlichkeit. Und Alkohol in der Öffentlichkeit ist auch verboten. Böllern ist nicht ganz erlaubt oder so teilerlaubt. Und wird ein bisschen schwierig. Und da kann man natürlich auch, streng genommen könnte man tatsächlich ein bisschen rumstreamen. Gar keine Frage. Ich will hier mal eine Pulle nehmen, dass wir hier mal ein bisschen schneller vorankommen. Können wir eine nachkaufen? Nein, wir können die Superpotion kaufen. Die Tage war übrigens der Einwand, dass es wohl hier in den Clanspielen die Superpulle gegeben hätte. Auf einigen Bildern war die auch tatsächlich abgebildet. Und zwar hier unten neben der Hero Potion. Da waren beide Potions abgebildet. Aber ich habe von Anfang an hier nicht gesehen, dass es die neue Potion hier einmal in den Clanspielen gibt. Und ich muss überall noch abholen. 4 Tage, 20 Stunden. Also ein bisschen geht da natürlich noch was. Ich weiß es im Moment noch nicht ganz. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mache und wie ich vorangehe. Aber wir wollen erstmal, würde ich sagen, vielleicht unsere Mauern nachher noch ein bisschen nachmachen. Also auf den Level anheben, wo wir jetzt sind. Und ich mache erstmal einen kurzen Cut, dass ich dann auch wieder Ben empfangen kann. In der Liga haben wir endlich, okay, dann sieht man auch nicht mehr ganz so nackt aus. Und da machen wir hier gleich weiter. Ich kann eigentlich, mal sehen, die beiden Bauarbeitertränke nehmen wir mit. Hier unten gibt es ja, es gibt einen Bauarbeitertrank. Okay, mit dem Golems gibt es einen Bauarbeitertrank. Da müssen wir uns ranhalten, alles klar. Da müssen wir uns ranhalten, dann machen wir das auch. Und dann machen wir einen kurzen Cut und farmen hier fröhlich im vorletzten Event, also vorletzte oder letzte Runde, ist es ja eigentlich noch so ein bisschen weiter. Naja, Freunde, wie es immer so ist, auch hier habe ich mich jetzt wieder wie gestern nicht verdaddelt, aber ihr seht, ich habe keinen Angriff mehr gemacht und hatte ja noch Fullspeed Boost, aber letztendlich hat mich dann die Arbeit mal wieder davon abgehalten, Clash of Clans zu spielen, wie es so oft ist, diese böse Arbeit. Ah, Gott, da war ich schon wieder lost, aber mal sehen, den Vierfachbonus wollen wir jetzt wenigstens noch mitnehmen hier. Und wir nehmen jetzt auch mal den Felsenwerfer auf irgendeine Base. Wir können die beiden Eisgolems ja auch abwerfen. Also einfach mal durch die Luft schleudern hier. Wir suchen uns nochmal eine ganz interessante Base. Ich würde auch gerne den Warden machen hier. Man will immer so viel machen, aber man schafft es einfach im Moment nicht. Und was natürlich sehr, sehr schade ist, aber so kleinere Zähne, die können wir, glaube ich, ganz gerne ein bisschen wegmatchen hier. Sie müssen nur ein bisschen mehr Ressourcen haben. Habe ich wieder mal so eine schlechte Zeit gerade erwischt? Searching for Opponents ist immer ein bisschen doof in so einem Video, ne? Aber was willst du machen? Ich meine, es gehört ja letztendlich mit dazu. Und natürlich kann man die Suche geschickt überspringen. Bis man denn so einen findet hier. Schön abgefarmt, aber gar nicht mal so viele Ressourcen. Aber leichtes Spiel hier. Und wo kommt man denn eigentlich reingehen? Wir haben ja auch Mauerbrecher. Wir können hier ruhig über Ecke reingehen, würde ich sagen. So, lass mal gerade gucken. Wir können hier ruhig über Ecke reingehen. Und so ein paar Magier haben wir hier auch. Zack, zack, zack. Wir nehmen mal den Slammer hier mit rein. 1, 2, 1, 2. Ein paar Loons hier. So, die Mauerbrecher, mal sehen, wo die so hingehen. Meine Helden, ist eigentlich ist ganz egal, wo die so hinlatschen. Auch die Päcker hier. Komm, alles hier mit drin. Und der Slammer. Guckt euch den Slammer an. Ey, unglaublich. Unglaublich, was er gerade macht hier. So. Die Queen nehmen wir mal so ein bisschen in Gift. Oh, der Adler schießt. Hat der Adler echt noch geschossen? Okay, und guck mal, da hinten die X-Bögen sind auch noch da. Sehe ich jetzt gerade. Da könnten eigentlich noch meine Riesen gerade mal so ein bisschen rüber springen. Und ich sehe das. Oh, der Adler ballert immer noch. Okay. Ah, die können gleich nach da gehen. Und, der X-Bogen ist noch nicht leer, sehe ich gerade. Alles klar. Und der da hinten ist auch noch nicht leer. Okay, also so ganz leer war es denn ja doch nicht hier, ne? So ganz leer war es denn ja doch nicht, sehe ich gerade.
So, wir nehmen mal den Bogenschützenturm hier noch mit in den Fries rein. Ich meine, klar, da war das meiste jetzt verpowert. Ah, jetzt ist der eine X-Bogen auch leer, okay. Der da hinten, den hat es jetzt erwischt, der ist leer. Und der hier vorne, der hat aber noch Moon. Der hat noch Munition, okay. Mal sehen, vielleicht läuft der jetzt gleich auch aus. Ist ja auch, na, der läuft nicht mehr aus. Der ist jetzt down, okay. Der ist auch down. Queen macht alles hier und die Peckys, ach, dominant, aber klar, abgefarmt, kleine Clanburg. Aber leichte Ressourcen hier. Leichte Ressourcen, leichter Stern. Mal gucken, was wir jetzt gleich im Vierfachbonus noch rausbekommen. Und dann werde ich hier, glaube ich, erstmal die Mauern nachmachen bei dem Account. Mit dem Gold, den einen Bauarbeiter lasse ich mir erstmal noch frei. Und werde so ein bisschen das Elex sparen. Wir haben ja jetzt schon, ja, wir können halt noch nicht so viel lagern. Das habe ich jetzt gestern erst gesehen, dass die Sachen jetzt etwas teurer werden, als dass ich jetzt gerade lagern kann. Deswegen habe ich auch erstmal jetzt die Goldsammler und die Elixiersammler hochgelevelt oder level die jetzt erstmal hoch, dass da auch alles reingeht, denn die Sachen werden ja dann auch so teuer, dass du sie nicht mehr ansparen kannst. Man kann halt nichts mehr ansparen. Das betrifft vor allen Dingen auch 4,8. Okay, oh, der Bonus ist gar nicht mal so schlecht hier. Das betrifft vor allen Dingen den Adler. Ihr seht, der kostet 10 Mille und die 10 passen hier noch gar nicht rein bei mir. Passen nur 9 rein. Naja. Mal schauen. Ich nehme jetzt schon mal die beiden Tränke hier. Juice und Juice. Wir kriegen dann ja noch einen nach, aber ich muss jetzt ein bisschen weiter farmen, Leute. Und das mache ich aber so ganz ohne euch. Ein bisschen Passspiel muss ich auch noch. Einen Tag 18. Ah, da geht ja in jedem Fall was. Da geht ja in jedem Fall was. Und hier müssen wir tatsächlich, ich glaube, hier müssen wir diese Riesen benutzen. Ne? Wir checken das mal eben, ob es da Pling macht. Oh, das war noch die Goldene Armee aus den Clanspielen hier. So lange war ich jetzt auf diesem Account auch nicht mehr drauf. Okay, die können wir aber lassen. Dann nehmen wir, glaube ich, noch ein paar von denen mit und ein paar Kanönchen. So, dann kann es hier reingehen. Und zwar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Einmal hier in der Mitte. 1, 2, 3. Nehmen wir mal so ein paar Barbaren. Und vielleicht schon mal 3 Kanonen hier rein. Jetzt muss ich immer, man muss immer ein bisschen gucken, wo der Minenwerfer als nächstes hinschießt. Nicht, dass der immer auf meine Kanonen schießt. Jetzt kann ich die auch nachholen. Der Zerschmetterer dort ist down. Ja, das sieht ganz gut aus. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Armee. Mit den großen oder überhaupt mit den Kanonen hier und den Riesen als Tanks vorweg schafft man ganz gut was. Aber ihr seht auch, meine Kampfmaschinen sind ja eigentlich immer in meinen Nachtdörfern relativ hoch. Die level ich nach den Barbaren und den Kanonenkarren immer als erstes auf Maxed. Also was jetzt auf Maxed, was jetzt halt so geht. Und da ist jetzt noch, sind nur noch 2 Kanonen. Mal sehen, meine Kampfmaschine ist am Tanken. Oh, wieso läuft die an der Kanone vorbei? Wieso läuft die an der Kanone vorbei? Was ist mit der KI los hier? Wenn sie jetzt da noch an vorbeigelaufen wäre, dann hätte ich jetzt das ganz angezweifelt. Aber den haben wir auch mal eben auf 100 gepackt. Sehr schön. Und dann haben wir hier unser letztes Spiel auch. Oh, da fliegt noch ein bisschen was weg. Wo ist denn hier hinten noch was? Ah, hier hinten ist noch die King-Platte. Oh, die fahren noch mal in alle Ecken. Das kostet immer Zeit, Leute. Das kostet immer Zeit. Da hätte ich jetzt dann denken können, dass ich kurz mal einen Barbaren hier unten hinschicke. Denn so eine Zeit, die kann auch, die machen jetzt alle Mauern da. Das kann schnell mal dann Timefail geben hier. Also ein Unentschieden und nach Zeit verloren. Na, schaffen die noch alle Mauern? Gleich sind alle Mauern weg. Okay, es gibt leider keinen Erfolg. Es gibt leider keinen Erfolg hier, aber den haben wir gewonnen. Perfekt. Und der hat dann auch jetzt hier gezählt. Alter, das ist ja wieder ein einfaches Spielchen, ne? Das ist ja wieder ein einfaches Spielchen hier. Für 2x Tränke sogar. Okay, dann können wir doch 2x weiter unseren Clock Tower boosten. Und 25 Gems. Ja, die sind ja mal einfach verdient. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der vorletzten Runde. Letzte Runde kommt dann morgen. Und ich würde euch jetzt noch nicht ein schönes Wochenende wünschen. Noch ist er nicht so bald. Heute ist Midclash heute Abend. Wisst ihr, der Mittwoch ist jetzt so ein bisschen heilig geworden. Auch also seid dabei auf Twitch TV. Heute Abend ein bisschen clashen, wahrscheinlich ein bisschen Pass spielen oder vielleicht den einen oder anderen CK mitnehmen. Aber wir werden in jedem Fall Clash of Clans spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, Leute, euer Toto. Clasht.